Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. Wir sind noch, oder noch ist ja Quatsch, aber wir sind ja wieder in Norwegen unterwegs. Und daher werden wir mal, ganz kurz, wir haben ein Schwert. Oder eine neue Waffe. Waffeniers Zahn. Ah ja, okay. Die Schätze der Echse. Vaughn und seine Jomsvikinger haben Flüsse am Rande der Königreiche kartiert, an deren Ufer die Leute zäh sind, aber auch reich. Ihr Reichtum wartet darauf, geplündert zu werden. Wir haben ja auch ein bisschen was, was wir hier noch machen können in Norwegen. Und ich finde das gut, dass wir hier noch ein bisschen was machen können. Ich glaube, hier waren wir soweit durch. Hier haben wir alles gut weggeplündert. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in diese Richtung. Und nehmen hier mal alles mit. Rikja Filki. Warum ist das eigentlich auf unser Max-Level getrimmt? Ist auch spannend. Wir müssen eigentlich nicht ins Wasser. Aber ab und zu riecht man ja auch ein bisschen streng. Deswegen sollten wir das trotzdem ab und zu mal machen. Auch wenn nur kurz einmal ins Wasser springen. Ne, Kleidung fängt ja auch ab und zu mal ein bisschen an zu riechen. Dann holen wir mal unseren Ingrim, was und einfach mal vorbeireitet. Netterweise. Schauen, ob wir so hochkommen einfach. Bisschen schaffen wir auf jeden Fall. Ich sogar ziemlich weit nach oben. Ja Mensch, ich habe jetzt nicht gedacht, dass wir hier so hochkommen. Aber wir haben es geschafft. Aber jetzt kommen wir nicht runter. Doch, kommen wir. Irgendwie liege ich heute mit meinen Vermutungen sehr schlecht, habe ich irgendwie das Gefühl. Kann mich natürlich auch irren, weil es einfach nur einem so vorkommt, aber... Mal sehen. Ein hohes kleines Bergchen. War das? Eder und Jagdfeind. Ja, schön. Großes, stolzes Tier. Ich glaube, es ist doch das Letzte, was uns erwartet, ne? Und das Letzte, was wir jagen können, wenn ich mich nicht irre. Jetzt nicht mehr. Und einen Beherrschungspunkt haben wir auch bekommen. Sehr gut. Jetzt müssen wir aber gucken. Wir müssen hier ein Stück wieder hoch. Mensch. Und vorher mal. Vielleicht. Ach, da drin. Mit Kohle geschriebene Nachricht. Der riesige Hirsch ist nah. Bald treffen wir aufeinander. Ich tötete Bär mit Axt und Wolf mit Zahn. Bin der große Jäger. Niemand kommt mir gleich. Ich glaube schon. So, weil er scheint ja gestorben zu sein gegen den Hirsch. Gegen den Hirschulon. Was? Naja. Noch ein Stück runter.
wollte der denn hin? Ach hier, ich wollte gerade sagen, hä, wo geht's denn jetzt lang hier? Mit Blut geschriebene Nachricht. Ich sah den riesigen Hirsch. Ich traf wahre Stärke. Ich erwarte meinen Tod. Ah, okay. Der Hirsch hat ihn anscheinend auch getroffen. Würde ich vermuten. Das würde ich auf jeden Fall vermuten. Wird jetzt tatsächlich doch lieber eher noch in diese Richtung hier gehen. Schön hügelig, hügelig, hügelisch, hügelig. Natürlich treffe ich nicht. Na, wenigstens ein. War hier nicht irgendwo noch eine Quest mit einem Geweih? Irgendwo? Nein? War der Meinung, hier war noch irgendwo eine Quest mit einem Geweih, wo wir ein Geweih brauchen, aber anscheinend auch nicht. Ja! Ruhe. Bam, bam. Alle eine Runde an und bumst hier. Ich habe jetzt gedacht, da kommt noch irgendjemand. Gib acht, sonst holt dich der Fluch. Hier schwelt dunkler Seder. Warnung an Zauberer. Wisset, dass in diesen Landen Seder einzig eine Sache der Seherin und anderer weiser Frauen zu sein hat. Sollte jemand männlichen Geschlechts, sei er Mann oder Knabe, sich schuldig erweisen, dieses unmännliche Werk auszuführen, wird er sich mindestens der Verbannung und womöglich sogar dem Tod durch Entfernung seiner verbleibenden Männlichkeit stellen müssen. Harald, König von Westfold. Dieses Land. Was ist das für eine Gefahr, vor der du warnst? Irgendein Wesen, das du jagst? Meine Beute ist das schlimmste Tier von allen. Es vollbringt heimtückische Taten, zu denen kein gewöhnliches Tier fähig wäre. Also jagst du einen Menschen? Einen Zauberer. Einen, der sich einst Mensch nannte, aber der seinen Huger und sein ganzes Wesen mit dunklem Seder verdorben hat. Das klingt mir sehr nach einer persönlichen Fehde. Diese boshafte Spinne, die in dieser Hütte hockt, hat meine Schwester vergiftet. Allein dafür verdient er den Tod. Aber für dich ist vielleicht das Kopfgeld überzeugender, das König Harald auf alle Zauberer ausgesetzt hat. Geld kann überzeugen, wo Leidenschaft fehlt. Ich werde es gegen den Aufwand abwägen. Die Hütte des Zauberers findest du entlang dieses Weges auf der linken Seite. Sei vorsichtig. Ich muss sehen, was du siehst. Frage ist... Frage ist, welchen Weges, ne? Ach da, okay, den Weg meint er. Oh, der ist aber weit gekommen schon.
könnte hier auch einfach echt nur spazieren gehen, ne? Das ist echt krass. So, junger Mann. Willst du dich mir endlich stellen? Wer bist du? Oder bist du der Zauberer, der dieses Land verflucht haben soll? Auf diesem Land lag schon ein Fluch lange, bevor ich herkam. Der Fluch der Rückständigkeit, der ganz Midgard verseucht. Also setzt du keinen Seder gegen dieses Land und seine Leute ein? Ich setze mein Wissen ein, um anderen zu helfen. Ich bin nur eine Bedrohung für die, die Unbekanntes fürchten. Davon gibt es viele. Da ist ein Jäger, der sagt, du hättest seine Schwester vergiftet. Ich wollte sie retten. Ich hatte einen Trank, der ihre Krankheit gelindert hätte. Doch er hat sie lieber in Schweineblut gebadet. Wenn wer die Schuld trägt, dann er und seine rückständige Familie. Er hat seine Schwester getötet. Hör nicht auf ihn. Er wird deine Gedanken vergiften. Du hast nicht mal Gedanken zu vergiften. Stirb, Monster. Zu Hehl mit dir. Ich guck mal, was du hier so drin hast. Unvollendeter Brief. Sadiq. Manchmal verzweifle ich an der Fäulnis der Dummheit, welche dieses Janland bedeckt. Ich sehne mich nach den wärmenden Gefilden, die meine Gedanken wie ein Feld durchpflügten, die Saat ungeahnter Möglichkeiten pflanzten. Gedanken, die eher schlechte Wurzeln schlagen könnten. Doch dann sehe ich eine alte Frau, meiner lieben Mutter so ähnlich, und erinnere mich, was mein jüngeres Ich in jener Ferne dunklen Zeiten für jemanden gegeben hätte, welcher der Heilkünste mächtig war. Es ist so vieles. Seine Leiche schenke ich dem Land. Was? Okay, er hat gewonnen. Wo ist er eigentlich? Ach, da. Wo ist er eigentlich? Jo, genau. Gut. Da hat der Heiler. Wow, Heiler. Kann man den Heiler nennen? Ich glaube ja. Hat der Heiler gewonnen? Interessant. Ich will dir auch gar nicht entkommen, ganz ehrlich. Ich will dich ja umklatschen.
So, dann haben wir nur noch das da. Alles, wir kommen hier rein. Okay. Natürlich ist hier ein Schloss. Das heißt, wir werden einmal einfach mal hier hochklettern. Und ich denke mal, dann kommen wir da schon von ganz alleine, ne? Ja. Buch des Wissens. Schlummerdorn. Ah. Das Ding haben wir jetzt. Das Ding aufdoppelt. Sehr schön. Wir haben noch voll viel, was wir so sammeln können, ne? Das ist ja krass. Ich finde das heftig viel. Muss ich sagen. Uns fehlt noch doch eine ganze Menge von diesen Büchern, irgendwie habe ich das Gefühl. Oder find, weiß nicht, warum er das getan hat, aber er hat es anscheinend genossen. Warte mal, warte mal. Fähigkeiten. Wir haben. Was brauchen wir denn noch hier? Warte mal, sieht man hier irgendwie, was noch fehlt? Hier sieht das noch so aus, als würde aber einer fehlen. Hier vielleicht auch. Und wie viele Einzelne haben wir? Eins. Zwei Einzelne haben wir noch. Oder? Zwei Einzelne, eins. Zwei, ja. Zwei Einzelne haben wir. Ich weiß nicht, ob wir noch was dazu bekommen. Wir sollten nicht immer so viel Zeit mit Laufen verschwenden. Wenn wir auch reiten können. Oh, ein Wolf. Rüstung ist toll. War's, ne? Ne, da sind auch noch welche. Vorne ist die Rüstung. Mal schauen, was da drin ist. Nee, das ist nicht die Rüstung. Die Rüstung ist da oben drauf. Hier alles? Ja, ne? Also ich vermute. Weltkarte? Ja. Jetzt reiten wir nochmal darüber. Tschüss! Ja.
Glaub mir nicht, dass das schon wieder eine feindliche Festung ist. Nein, sehr schön. Ich bin froh. Gerade bin ich froh. So, dann haben wir hier alles. So. Dann sollten wir einfach mal schnurstracks jetzt dorthin gehen. Hallo, liebe Leute. So. Dann werden wir auch gleich eine neue Stadt entdecken. Ja. Eben gerade sage ich noch, wir sollten öfter reiten und jetzt laufe ich hier schon wieder wie so ein Tropf durch die Wildnis. Ach herrlich. Wie konsequent ich doch in meinem eigenen Spiel bin. Da. Stavanger. Ah, Stavanger. Ich würde sagen, herzlich willkommen in Stavanger. Da singt jemand. Schnell hinterher, Eivor. Na gut. Da unten haben wir noch einen Spottstreit. Ich hüpfe dir mal kurz auf den Kopf. Ja, da. Okay. Was sehe ich da für ein kleines Kind? Ich? Ach, tut mir aufrichtig leid. Du bist kein Kind, du bist nur ein großer Kindskopf. Ich weiß jedenfalls, dass du ein Jämmerling bist. Und über mich musst du nur wissen, wie gut ich gebaut bin. Warum sprichst du denn so mit mir? Das ist Spottstreiten. Nein. Darin habe ich nicht eingewilligt. Nun, wollen wir einen Spottstreit beginnen? Warum ist das so dunkel? Ja, let's go. Sehr gern. Hier ist mein Einsatz. Jetzt kann es losgehen. Hast du schon jemals so starke Muskeln gesehen? Oh, jedem, der dich sieht, wird der Hunger vergehen. Deine Muskeln sind stark, deine Eitelkeit nervt. Scheint mir eher, als würde ein Schwein vor mir stehen. Scheint mir eher, es würde ein Schwein vor mir stehen. Nicht nur bin ich sehr stark, ich sehe auch gut aus. Ach gut, ganz kurze Sätze. Das findest zwar nur du, aber mach dir da nichts draus. Dein Gesicht ist dein Haupthaar. Sind furchtbar. Nein, dieses Gesicht kriegst du keinen Applaus. Das findest zwar nur du, aber mach dir da nichts draus. Nein, nein, nein. Tu mir weh. Nicht so knapp. Okay. Ich halte das schon aus. Trafst du jemals schon wen mit so schnittigem Schneid? Du hast einen Schneid wie eine Keule, bist einfach nur breit. Du bist so grottenschlecht, dafür war ich nicht bereit. In der Tat bisher nicht. Du bist fürchterlich stumpf.
Du bist so grottenschlecht, dafür war ich nicht bereit. Mehr als das vermagst du nicht? Wie schade. Ich dachte, du wärst ein guter Zankes-Gegner. Komm ruhig. Boah, irgendwie ist das immer komisch. Na gut, egal, nochmal, komm. Du traust dich also trotzdem noch her? Ja, willst du es nochmal versuchen? Ja, will ich. Dann zeig, was du kannst. Na komm. Äußerst gern. Gut. Dein Einsatz bitte. Na komm, nochmal noch 200. Hier ist mein Einsatz. Jetzt kann es losgehen. Hast du schon jemals so starke Muskeln gesehen? Scheint mir eher, es würde ein Schwein vor mir stehen. Nicht nur bin ich sehr stark, ich sehe auch gut aus. So. Nein, für dieses Gesicht kriegst du keinen Applaus. Das ist fantastisch. Nur weiter so. Trafst du jemals schon wen mit so schnittigem Schneid? Okay, dann sind wir jetzt hier. Du hast Schneid wie eine Keule. Bist einfach nur breit. Brutal. Das gefällt mir. Großartig. Selten trifft man einen so zankesbegabten Mensch. Deinen Gewinn hast du dir zankredlich verdient. Deine Beleidigungen merke ich mir. Äußerst gern geschehen. Ja. Charisma 6. Du da! Du siehst aus, als könntest du einen Kampf überstehen. Eivor Wolfsmal, bist du es? Mach Platz für Eivor, Schrecken der westlichen Küsten! Rolf, oder? Waren wir nicht einmal zusammen an der Nordküste auf Raubzug? Schön, dass du dich erinnerst. Es war das erste Mal, dass Dörbjörn uns so weit wegfahren ließ. Und Sigurd schimpfte, weil er deinen Anteil für zu groß hielt. Plünderst du immer noch in deinem Alter? Wir müssen nehmen, so viel wir können, ehe Harald in ganz Nordwege das Sagen hat. Aber ich plane nur noch. Die Arbeit überlasse ich anderen. Tatsächlich suche ich nach einem Anführer für meine Mannschaft. Ich würde dir gerne helfen, aber ich habe jetzt selbst eine Mannschaft. Ich meinte nicht dich, aber ich könnte deine Hilfe bei der Auswahl gebrauchen. Ich habe ein paar ausgewählt, die es zu prüfen gilt. Zu prüfen? Okay. Wie? Wenn du jemandes wahren Charakter sehen willst, musst du ihn kämpfen sehen. Zeig mir, wen du hast. Meine Mannschaft ist unten am Hafen. Meist Einheimische. Sogar ein paar abenteuerlustige Bauern. Wie schneiden sie im Vergleich zu mir und Sigurd ab? Das ist kein Vergleich. Du hast dir einen Namen gemacht, Eivor. Man redet an der ganzen Küste über dich. Gut oder schlecht? Kommt darauf an, mit wem du redest. Meistens gut. Sei unbesorgt wegen der anderen. Die sollten wegen mir besorgt sein. Mittlerweile sollten sie vorsichtig sein. Soll Harry doch kommen. Das ist meine Kriegermannschaft, Eivor. Was ihnen an Erfahrung fehlt, gleichen sie anderswo aus. Zusammen werden wir diese Fleischklumpen zu Männern und Frauen aus Eisen machen. Zu Kriegern. Und wer von diesem traurigen Haufen soll die Führung übernehmen? Siehst du den Großen da, Oddbjörn? Er redet nicht viel, aber er könnte ein Schiff ganz alleine rudern. Diese Schildmaid ist Arschild die Kühne. Ihre Klinge ist so scharf wie ihr Verstand. Und dann hätten wir noch Thorgils. Rolf, wen hast du denn da? Behalt den Kopf beim Kampf, sonst schlägt ihn dir jemand ein. In Ordnung. Er ist so stumpf wie eine Holzkeule, aber die anderen mögen ihn. Und das sind die Besten aus dem Haufen. Diese drei also, ja? Mit denen werde ich schon fertig. Willst du gegen alle gleichzeitig kämpfen? Klar. Warum nicht? Raubzüge sind pures Durcheinander. Sie brauchen eine Prüfung ohne Regeln. Prüfe sie, aber tu ihnen nichts. Es war schwer genug, überhaupt so viele zu finden. Okay. Hör zu, das ist Eivor Wolfsmal. Eivor hat mehr Leute auf dem Gewissen, als ihr je kennenlernen werdet. Oh ja. Eivor Wolfsmal, ich habe von dir gehört. Das wird großartig. Wer meine Mannschaft führen will, muss gegen Eivor kämpfen. Der Beste gewinnt. Nicht töten, nicht verstümmeln. Sonst gibt es keine Regeln. Verstanden? Okay. Ich wäre...
Hä? Ein Krieger muss krummellos sein. Ich bin besser als jeder Mann hier. Ihr habt noch viel zu lernen. Ui. Eine andere Vogel lag ja schon am Anfang des Kampfes flach. Du wirst erst gegen mich kämpfen müssen. Vielleicht setzt du dich lieber wieder. Nein, nein, mir geht es gut. Kümmere dich nicht um mich, sondern lieber um dich selbst. Ja. Das genügt! Habe ich gewonnen? Nein, doch du hast gut gekämpft. Und du hast gute Aussichten. Ich hätte lieber etwas Met. Ah ja. Weißt du jetzt, was du wissen wolltest? Ja, hätte nicht gedacht, dass Torgils es schafft, aber er ist so ein Dickschädel wie sein alter Herr. Warte, das ist dein Junge? Der kleine Thor, der ging mir früher kaum bis zum Bauchnabel. Er ist groß geworden und jetzt wird er mir alles nehmen wollen. Aber so sind Kinder nun einmal. Hier etwas Silber für deine Mühen und ein bisschen obendrauf, weil ich dich und Sigurd damals übers Ohr gehauen habe. Viel Glück! Bitte was? Was hat er getan? Die Gunst der Götter oder Schutz vor ihnen? Lebe ein zauberhaftes Leben. Willkommen, Krieger. Sulkes Silberzunge bietet Wundersames aus allen neuen Welten. Seltene Dinge, unbezahlbare Artefakte. Und doch lässt du dich dafür bezahlen. Alles hat seinen Preis. Und ich verlange nur einen Bruchteil ihres Werts. Ja. Wie wär's mit einem Teil vom Kreuz Christi? Schlangenhaut aus Ragnar Lodbrocks Todesgrube. Diese Dinge sehen nicht sehr beeindruckend aus, wie dieser alte Schuh. Der gehörte einst dem ersten christlichen Papst. Oder war es ein Heiliger? Jedenfalls bringt er den Segen ihres Gottes. Den werden sie bei so einem Schuh auch brauchen. Und was ist das für ein alter Lederriemen? Ein Schildgurt des Helden Sigurd. Er verlor ihn im Kampf gegen das große Untier. Ja, meine Mutter hatte einen, der so bestickt war. Und was ist mit diesem Helm? Das war der Helm, den Halfdan der Schwarze trug, als er im Kampf verstarb. Er wird dich schützen und gute Ernte einbringen. Das ist eine Lüge. Das ist der Helm meines Vaters Warin. Er trug ihn in der Nacht, in der er starb. Ey. Eivor? Jetzt erkenne ich dich, Sulke, die Schlange. Das sind Dinge aus meinem alten Haus. Wie viel Silber hat Kirt wie dir bezahlt, um uns zu hintergehen? Kein Silber, so war es nicht. Ich war in dieser Nacht da, aber ich habe nicht für Kirt wie gekämpft. Ich bin geflohen. Feigling, ich sollte dich niederstrecken. Nein! Ich auch die Verfluchung! Ja, das war leicht. Das ging schnell. Garnknäuel, echt jetzt? Na komm, machen wir es mal hier. Hin. Oder? Ne, komm, wir sammeln das mal ein. Wir sind gerade hier unten in der Stadt, also sammeln wir kurz. So, was haben wir denn hier so Schönes? Genau. So, die Truhe. Nachricht eines genervten Nachbarn. Ich kann ob der Graberei unter uns nicht schlafen. Wie Ratten, die an meiner Ruhe nagen. Was glauben die, was sie da unten finden? Wenn das noch länger so geht, bekommen sie das scharfe Ende meiner Axt zu spüren. Aber wer gräbt denn da unten? Ist irgendwo ein Brunnen?
Aber ich schätze mal, das ist... dass es dieser Weg sein wird hier, ne? Schatz. Eine Rückkehr Filki. Dieser Name ist so geil, ne, Leute? Der ist so gut. Rückkehr Filki. Ein Tattoo erhalten. Ja, da Rücken. Ich darf hier nicht erwischt werden. Dann gucken wir mal, wie kommen wir da rein. Hier ist auch abgeschlossen. Okay, dann gucken wir mal auf der Seite. Ein bisschen Fenster. Irgendwas. Wir könnten von hier durchschießen. Doch nicht. Gehen wir hier oben durch. Und dann holen wir uns den Schatz. Hortbefehle. Versteckt den Hort nicht nur in einem Haus. Denkt an letzten Sommer. Cutie wird sich jeden Verlust im Blut bezahlen lassen. Rikulf. Okay. Haben wir hier alles? Nee, nicht ganz. Da fehlt noch was. Achso, wir haben ja noch einen Fertigkeitenpunkt, ne? Okay.
glaube, jetzt haben wir alles, ne? Mensch, doch. Unglaublich. Dann können wir jetzt doch einmal klettern gehen. Und den neuen Synchronisationspunkt einmal einnehmen. Oder einholen. Was auch immer. Ich wollte deinen Zaun nicht kaputt machen. Sagen hier drin, wo die Seherin. Das ist prächtig, ey. Alter Schwede. Aröl. Das ist nur ein kleiner Schatz. Das sah nach mehr aus gerade hier drin. Na gut. Scheint wohl ein großes Schlafzimmer zu sein, sowas wie eine Niederkunft oder sowas. So eine Jugendherberge irgendwie aus Tschechien oder so. Alter Schwede. Weit zu gucken. Nordlichter, Leute. Stavanger. Alles klar. Strecke deine Flügel, Süd. Das, das und das. Ich glaube, sonst haben wir hier nichts, ne? Außer die drei Schätze noch und dann geht's da noch ein bisschen weiter. Okay. So, Sühne, meine Liebe. Oh Gott, nein. Komm ich gar nicht, hüpf weiter runter. Mutiges Pferd. Ja, ist halt so. Ich hoffe, das war nicht unser Pferd, was da gerade stand, aber ich glaube nicht, ne? Ach, mir aus Versehen voll den Schaden rausgehauen, ey. Alter Schwede. Kann man machen, ne? So, wir beginnen mal hier vorne mit dem... Ist das ein Rätsel? Drückt mir die Daumen, dass das kein Steinestapeln ist. Aber sieht nicht so aus. Wie kann ich Ehre an mich binden? Wo nur ist Ehre zu finden? Anstatt hier nicht. Mich nur im Kreis zu winden. Unbemerkt kamst du von hinten. Bist du ein Skalde? Ich habe noch nie jemanden so Verse rufen hören. Ein Skalde? Oh nein, gar nicht. Ich suche nur nach Ehre und bin dabei vom Weg abgekommen. Hier suchst du nach Ehre? Ein ziemlich entlegener Ort. Ich bin der siebte Sohn eines siebten Sohnes. Von mir wird erwartet, meiner Familie große Ehre zu bringen. Aber alles ist schon getan. Meine Onkel und Brüder haben alle große Siege errungen und noch größere Tode.
Für mich ist nichts mehr übrig, was ich tun könnte. Die Götter erhören meine Gebete nicht. Aber du bist hier. Also willst du einen großen Sieg von mir oder einen großen Tod? Nein, ich will leben. Und einen Kampf gegen dich würde ich niemals überstehen. Das ist wahr. Aber vielleicht könntest du mich zu einem Sieg führen. Ich kann dir ansehen, dass du kein großer Krieger bist. Das weißt du auch. Es gibt keinen Grund, das zu leugnen. Ich könnte dir eine Gelegenheit verschaffen. Irgendein Tier, das auch du bewältigen kannst. Ja, ja, das könnte klappen. Ich könnte ein paar Einzelheiten dazu dichten. Nichts Abwegiges. Skalden machen das so. Bist du also doch ein Skalde? Rühre dich nicht von der Stelle. Ich mache das nur einmal. Ich werde hier sein. Bei meiner Ehre. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich machen soll. Und bring mir eine Bestie! Erlange deine Ehre. Von nahem wirken sie viel größer. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Komm, Erle. Ehre ruft. Wie war dein erster Sieg? Götter! Nie fühlte ich mich so lebendig. Mein Huga steigt auf Rabenschwingen auf. Klar. Diese Wiedergeburt bringt dir auch einen neuen Namen. Von heute an heißt du Erlen Bärenbrecher, Schrecken der Höhlen. Das passt zu mir. Weißt du, jetzt da ich darüber nachdenke, meine Geschichte sollte im Versmaß erzählt werden. Leb wohl, Bestienköder! Erlen Bärenbrecher, hört meinen Namen und erwähnt! Ja, natürlich. Ich war schneller. Die Sühnen. Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Ach, dich hol ich so. Schilder drehen, ja? Hm.
einfach so. Okay, kommen wir von... Das war's. Klimper, klimper. Hinlinger Satz. Okay. Okay, er hat meinen Schatz dabei, das heißt, jetzt habe ich ihn. So, dann haben wir da hinten auch noch was. In die Richtung. Das war irgendwie leicht. Aber na gut, ich bin auch leveltechnisch auch schon ganz schön weit, deswegen ist das natürlich alles auch so ein bisschen sehr einfach. So, ich glaube, jetzt haben wir hier alles, ne? Ja. So, dann werden wir einmal hier rüber gehen. Oder besser gesagt, schwimmen. Ein Schiff gibt's ja nicht. Dann schwimmen wir halt. Hab ich auch nichts gegen. Das Wasser ist wirklich kalt. Das halten wir aus. Das hatten wir lange nicht mehr, ne? Dass Wasser so kalt ist. Dass wir dadurch Schaden bekommen, ne? Ist ja ewig her. Das war, glaube ich, am Anfang noch des Spiels. Da haben wir das, glaube ich, zuerst gehabt. Bitte was? Zum Kuckuck, was war das denn? Klar. Gefahr geht vom Land auf. Wo, geht vom Land aus. Am Land werden Robben getötet. Wo gehen die Robben hin? An Land. Klar. Der kennt das nicht, ne? Okay. Ich schätze, wir werden von oben runter müssen. Hallo.
Evo. Dieses Kameragewechsel hier, das ist ja anstrengend auf Dauer. So. So, meine Freunde. Ich würde sagen, da wir die Stunde schon wieder fast voll haben, verabschiede ich mich. Meine Fresse ging die schnell um. Meine Lieben, danke fürs Zuschauen und ja, bis zur nächsten Folge. Assassin's Creed Valhalla, euer Imgrimsch.